Herzlichen Dank dafür, dass Sie trotz der angekündigten Gegenproteste so mutig waren, heute hierher zu kommen. Angekündigt ist ja, dass diese Bauten später zur Verfügung gestellt werden sollen für eine weitere Nutzung. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss man sich schon fragen, wenn Sie im Moment die Nachrichten verfolgt haben, die Türkei hat gerade ihr Versprechen mit viel Geld ja erkauft, die Grenzen dicht zu halten, gebrochen. Und wir müssen damit rechnen, dass weitere Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Nach wie vielen Jahren hier eine Nutzung oder eine Freiräumung für normale Mieter erfolgt, darauf gibt es keinen Rechtsanspruch. Nein, es sind nicht normale Mieter, weil sie ihre Miete gar nicht selbst zahlen, sondern hier auf Staats- und Steuerzahlerkosten untergebracht werden.